glaub, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ach Leute, alle Jahre wieder würde ich an dieser Stelle sagen. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, und bringt uns einen EMP-Adventskalender. Als erstes haben sie einen selbstgemachten gehabt. Der ist so semi-gut bei mir angekommen. Ihr habt einfach Müll gemacht. Ihr zieht eure Kunden mit diesem Scheißkalender ab. Und letztes Jahr haben sie einen Wellness- und Beauty-Adventskalender rausgebracht. Der war auch ganz okay. Das ist ein beschissenes 24. Türchen. Dieses Jahr dachten sie sich, komm, Vanessa liebt Alkohol, den kann sie nicht schlecht bewerten. Und das finden wir jetzt heraus. Denn dieser Adventskalender, ich packe ihn mal aus. Es ist nach 10 Uhr. Frag nicht, was das für ein Bild auf meinem Handy war. So, was haben die uns denn dieses Jahr gebracht? Das ist aber ein Ding, du. Das ist ein Teil. Überall sind Lampen. Ich pack mal kurz die Folie aus. Ich hab ein bisschen Angst, dass das dann alles rausfällt. Das wird doch alles rausfallen. Schön sieht er auf jeden Fall erstmal aus. Dieses Mal hat das komplette Marketing-Team mitgearbeitet. Oh. Dieses Jahr sind sie all in gegangen, haben einen Kalender für 119 Euro rausgebracht. Dieses Jahr ist er in Kooperation mit Moonshine. Das ist ein Alkoholhersteller. Ich bin der Meinung, dass sie nur Likör machen. Also ich hatte mal Moonshine nach Hause geschickt bekommen und es war Haselnusslikör, irgendwas mit Berry, Apfel. Ja, sowas. Und Moonshine, wie würde man das denn beschreiben? Ja, ein Likör halt, ne? Alkohol mit Geschmack. Prost. Ansonsten schreibt gerne die Definition in die Kommentare, was denn Likör so ausmacht. Warum ist Likör Likör? Schönes Ding. Optisch gefällt er mir sehr gut. Ich bin einfach gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe mir auch irgendwo Schottgläser vorbereitet. Die sind auf dem Weg verloren gegangen. Schottgläser vorbereitet. Heute wird getrunken. Trinken, feiern, tanzen. 119 Euro, was soll man dazu sagen? Das hat seinen Preis, ne? Alkohol ist nicht günstig. Aber ja, wir werden mal sehen. Ich hoffe mal, ich kann ein paar Sachen nachrechnen und ob es sich dann am Ende lohnt. Das ist hier natürlich das Wichtigste, gell? Wir fangen jetzt einfach an, ne? Wir lassen uns überraschen. Türchen Nummer 1. Ich weiß nicht warum, aber ich finde es einfach lustig. In Türchen Nummer 1 befinden sich zwei Pralinen. Toffee. Macadamia. Likörpralin. Likörpralin, okay. Alles klar. Probieren wir mal, ne? So sehen die aus. Hier habt ihr mal so eine Praline. Hätte ich nicht erwartet. Doch, sind lecker. Bin ich der größte Fan von Alkohol in Süßigkeiten. Also auch in Kuchen oder halt Rumkugeln oder sowas. Aber das ist ein angenehmer Alkoholgeschmack. Also ist jetzt nicht so overwhelming. Wir machen mal weiter. Wir lassen uns überraschen. In Türchen Nummer 2. Jetzt kommt das, was ich von Moonshine kenne. Und zwar Moonshine Likör. Toffee. Ah, Moonshine produziert sogar in Berlin. Schnaps, kein Honig. 25% Alkohol, nicht ohne. Also ein Likör, was nach Karamell schmeckt. Ich denke mal, wir müssen jetzt auf die Moonshine-Seite überhaupt gehen, um die Preise. Moonshine Berlin. Genau, und hier kann man bestimmt bestellen. Ah, da sind die kleinen. Ein Liter kostet 43 Euro. 100 Milliliter kostet also 4,30 Euro. Und das sind 50 Milliliter. 2,15 Euro. Ich bin gut in Mathe. Ich werd nicht jeden Likör probieren. Ich werde ein paar Liköre probieren, aber ich mache jetzt nicht jedes kleine Fläschchen auf. Türchen Nummer 3. Fühlt sich sehr leicht an. Oh mein Gott! Sticker! Von O'Donnell! Wahrscheinlich sind das Sticker, wo man etwas damit beschriften kann. Und ein EMP-Gutschein für 10 Euro. Ich schreibe mal die 10 Euro an der Seite auf, weil so ein 10-Euro-Gutschein, ja okay, das bedeutet aber, dass ich ja eh Geld auf der EMP-Seite lassen werde. Und vielleicht kaufe ich ja dann noch was anderes und am Ende machen sie mehr Gewinn. Für EMP-Fans ist der bestimmt cool. Ich schreibe die mal auf die Seite. Nummer 4. Wieder ein Likör, Macadamia. Die Weihnachtszeit, das ist cool, ne? So Karamell, Macadamia, sind bestimmt gute Geschmäcker. Ich glaube, dieses Jahr gibt es nicht so viel zu meckern. Ich habe das im Gefühl, dass das ein ganz stabiler Adventskalender wird. Türchen Nummer 5. Ich bekomme Flashbacks. Oh mein Gott. Wirklich. Christmas Pin. Wie heißen diese Dinger nochmal? Anstecker? Buttons? Sorry. Was soll das? Wenn da jetzt noch eine Kerze kommt, dann lieb ich diesen Kalender. Was schreiben wir für diesen Pin auf? 20 Cent. Okay, alles klar, 20 Cent. So, jetzt haben wir jetzt haben wir Nikolaus. Was erwartet uns an Nikolaus? Oh, leider nur ein kleines. Oh. Wieder ein neuer Geschmack. Auch sehr weihnachtlich.
Moonshine-Bratapfel. Bald probiere ich einen, okay? Ja, ich werd einen probieren. Man könnte daraus auch so eine Christmas Bowl machen. Bowle. Und dann halt mit so weihnachtlichen Geschmäckern, mit Zimt und Bratapfeln, dann kann man sich so das daraus schenken. Türchen Nummer 7. Na klar. Was braucht man für die? So einen Deckel. Der große Ausgießer kostet 2,90 Euro. Ich würde dann mal aufschreiben 1,80 Euro. Obwohl, die Technik ist ja dann die gleiche. Der Deckel ist ja nur, ich schreibe 2,50 auf. Denk dran, ne? 119 Euro. Das übersteigt sogar die 70 Euro vom ersten, den wir damals hatten. Türchen Nummer 8. Harte Nuss. Ja, den kenne ich auch. Der hat, glaube ich, so einen Haselnussgeschmack oder so. Und schmeckt wirklich auch lecker. Mir fällt es manchmal schwer, diese Moonshine-Liköre in einen Cocktail reinzupacken, weil ich nicht so viele... Wie nennt man das ja? Ja, halt so... Sonst trinkt man ja meistens fruchtige Cocktails und mit so Karamell und so habe ich so selten einen Cocktail gemacht, dass ich damit immer nicht ganz genau weiß, was ich machen soll. Aber Moonshine, falls du mal Cocktails die Ballern sponsern möchtest, gerne. Also je nachdem, wie dieses Video hier ausfällt, dann können wir reden. Türchen Nummer... Oh, jetzt kommt meine Lieblingszahl. Ich spüre, jetzt kommt was Gutes. Ja, ein großes Türchen. Ein großes Türchen kann nur bedeuten, jetzt wird's geil. Ich habe Angst. Ja, ist cool. Das sind Socken. Hergestellt in Italien. Und da ist das O'Donnell drauf. Ich finde es auch cool. Also das O'Donnell-Logo, das ist universal einsetzbar. Größe 41 bis 46. Da, wo sind meine Fußfetischisten? Jetzt kommt eure Zeit. Oh, doch nicht, leider. Och, der Adventskalender ist im Weg. Es tut mir so leid. Down. Bisschen eng. Nice. Türchen Nummer 9 war ein voller Erfolg. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wie viel kosten die hier. Socken 41 bis 46 lang. Ich würde sagen, irgendwas zwischen 5 und 10 Euro. Weil man muss ja die Stückzahl bedenken. Ich würde sagen, Stückzahl machen wir 5 Euro. Ja, jetzt ist mir schön warm an den Füßen. Und das schreit nach Türchen Nummer 10. In Türchen Nummer 10 haben wir wieder den Macadamia-Likör. Es wiederholt sich, meine Leute. Okay, wenn Macadamia so lecker sein soll, dann probieren wir den. Ein bisschen ASMR. Und den Verschluss hier drauf schrauben. Dann nehmen wir uns jetzt ein kleines hier Probiergläschen. Oh, das ist aber schon niedlich, gell? Schaut mal an, wie süß das ist. Ist das eine Probier? Das ist eine Probiergröße. Macadamia finde ich auch interessant. Echt nicht schlecht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es nach Macadamia schmeckt. Also tut's ja. Aber der Geschmack von Macadamia ist so... Ja, ist einfach so ein angenehmer... Nussig. Aber überhaupt nicht wie Haselnuss. Ja. Doch, das schmeckt gut. Ich finde es cool, dass man den Kalender auf jeden Fall mindestens 2 Jahre wiederverwenden kann, wenn nicht sogar 3. Weil die Kartons sind sehr stabil. Also das ist hier alles aus so einem festen Pappkarton. Da hat sie was Positives gefunden, ne? Türchen Nummer 11. Oh, ist da etwa wieder harte Nuss? Ich glaube, jetzt gehen den Leuten die Sorten aus. Hatten wir auch schon mal. 2,15 Euro. Türchen Nummer 12. Jetzt werden wir beschenkt. Seid ihr bereit? Cool. Ui, toll. Ich finde, Flachmänner sind so eine Sache. Man hat die schon 100 Mal zum Geburtstag geschenkt bekommen und auch verschenkt. Aber benutzen tut man sie wirklich im seltensten Fall. Im Winter mit so einem Likör stelle ich mir das aber wieder lustig vor. Wenn man dann so Eislaufen ist oder, keine Ahnung, im Schnee spielt und dann holt man so sein Dings raus und trinkt mit seinen Freunden so einen Schuss. Aber ansonsten hat so ein Flachmann halt einfach so Alki-Vibe. Oh, Schnee, meine Frau darf das nicht sehen. Aber der ist sehr schön. Ich habe noch nie so einen schön gesehen mit so einem tollen. Ist das echtes Leder? Nee, ich glaube. Nee, das ist kein echtes Leder. Oh, da machen sie keinen Schriftzug drauf. Jetzt müssen wir einen Preis von einem Flachmann mit einem Leder-Etui rausfinden. Wir gehen mal auf Alibaba. Die meisten Leute holen doch alles von Alibaba. Ja, ich würde schon sagen, das ist auf der hochwertigen Seite. Also, es ist ein sehr massiver Flachmann auf jeden Fall. Bootlegger Equipment. Was steht denn hier? Warte. Wait a minute. Nee, ich schreibe erstmal an der Seite 20 Euro auf. Ich meine, es kann ja auch sein, dass der 30 Euro kostet. 20 Euro ist erstmal so ein Wert. Aber es ist ein schön, also es ist ein wirklich schön. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen. Ich möchte natürlich aus tiefstem Herzen EMP jedes Jahr eine neue Chance geben. Deswegen wird das was. Ich hab's im Gefühl. Türchen 13. Macadamia. Zum dritten Mal. 2,15 Euro. Jetzt kriegen wir ein fettes Geschenk wieder. Türchen Nummer 14. Quartett. Ich
dachte, da sind Spielkarten drin. Sauer, sauer, harte Nuss. Oh, noch kleinere Moonshine-Flaschen. Ich glaube, die haben gar nicht so viele Geschmacksrichtungen, deswegen. Oh, hier ist einfach Moonshine sauer drin. Ich weiß nicht, was sauer für eine Geschmacksrichtung ist, aber wir werden es jetzt herausfinden. Cheers! Saurer Apfel. Definitiv Behrensen saurer Apfel. Das schmecke ich hier raus. Mhm. Also auf jeden Fall sauer. Wenn sie schreiben sauer drauf, da ist sauer drin. Was erwarte ich? Mein Gott, ja, wenn 50 Milliliter 2,15 Euro kosten, die müssen das ja noch extra verpacken. Jetzt muss ich hier wieder meine Fantasie anregen. Das sind 20 Milliliter pro Flasche, macht 80. Wir runden einfach auf und sagen, da sind 100 drin. 4,50 Euro geben wir dafür hier. Na, wir sind mal fair. Wir sind fair. 4,50 Euro. Türchen Nummer 15. Oh Leute, oh, ich hab's wieder voll vergessen zu sagen. Dieses Video ist nicht gesponsert, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und jetzt alle zusammen. Dieses Video ist nicht gesponsert. Ich dachte, bei EMP muss ich das wie nun mal sagen ein bisschen. Nummer 15. Oh, welcher Geschmack? Ich sag, es ist Toffee. Bratapfel. Mist. 2,15 Euro in die Kasse. Nummer 16. Stell dir mal vor, man zieht sich jeden Tag dann auch diese Flasche rein. Nein, es ist ja nicht so viel. Es sind nur 50 Milliliter, aber trotzdem. Hier haben wir Toffee. Tada. Und 2,15 Euro auf die Liste. Nummer 17. Nummer 17 ist groß. Falls wir noch nicht genug kleine harte Nuss hatten und mini harte Nuss hatten, kriegen wir jetzt hier noch einmal big harte Nuss. 350 Milliliter. Was kostest du? 14,90 Euro. 14,90 Euro, ne? Aber gut, es ist made in Berlin. Darf man nicht vergessen. Nummer 18. Und ich sag Toffee nochmal. Oh, hey. Wow, da ist er. Wilde Beere. Es schmeckt sehr lecker. Also es schmeckt wie ein Likör halt. Ja, und dann Beere. No shit, Sherlock. Ich feiere diese Gläser ja total, ne? Weil die kann man einfach wiederverwenden für Sesamkörner, für Salz, Pfeffer, irgendwas, was man reinmachen möchte. Weil die sehen auch einfach schick aus. Weiß nicht, wie die Sticker abgehen, aber hier ist sogar ein Messbecher drauf. Also ist nicht verloren. 18, also 19. Oh, gucken Sie mal. Das ist eine handgemachte Kerze aus einem Moonshine-Glas. Handcrafted vegan. Beim Flachmann hatten wir jetzt keinen Hersteller. Hier haben wir den Hersteller. Super. Ja, riecht vanillig. Aber coole Idee. Ja, aus den leeren Gläsern kann man auch Kerzen machen. Der Hersteller. Ich bin so richtig fies, ne? Obwohl, wenn ich das so sehe, sieht das echt aus wie diese Kerzen, die man an Gräber packt. Wer hat diese Kerze hergestellt? Die Candle Factory. Eine Sonderproduktion für O'Donnell. Die Kerzen werden aus nachhaltig angebautem Stearin hergestellt. Oh, dann haben sie bestimmt an diese Candle Factory ihre Gläser hingeschickt und dann haben sie da ihre Gläser reingemacht und den Sticker draufgeklebt und haben gesagt, hier, bitteschön. Ja. Bedruckte Duftkerzen in Dickung und Schraubglas. Wir machen 5 Euro. Wir sind irgendwie super. Ja, okay. Es gab halt nicht so viel zu probieren. Wir sind so schnell durchgerusht hier gerade. Türchen Nummer 20. Oh, jetzt ist da Toffee drin. Oh, schon wieder harte Nuss. Einmal harte Nuss. Nummer 21. Ist das Kunstleder? Gläseruntersetzer aus Leder oder Kunstleder. Ich bin da sehr unsicher. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ja, sind stylisch, passen für das Produkt. Hab nichts auszusetzen. Was kosten die? Machen wir 3 Euro. Das war jetzt 21. 22. Ich dachte, wir sind schon durch mit dem Fläschchen. Ich sag, da ist drin Toffee. Wilde Beere. Ich habe einfach kein Glück beim Raten heute. Na komm, ich probiere mal den Wilde Beere nochmal. Es ist Freitag, Leute. Hoch die Hände, Wochenende. Oh. Der war gut gemeint. Cheers, Leute. Ja, also ich habe das Gefühl, man muss die auf jeden Fall mit irgendwas mixen. Oder zumindest kalt trinken. Aber so pur finde ich, also ja, die sind irgendwie zum Mixen da. Beziehungsweise, nee, also man kann die wahrscheinlich auch, wenn sie kalt sind, dann schmecken sie wahrscheinlich auch kalt gut. Ich habe so Angst, was Falsches zu sagen, zu böse rüberzukommen, dass ich die ganze Zeit merke, dass ich so ein, naja, gut, nee, aber Wir packen jetzt erstmal zu Ende aus. Türchen Nummer 22 hatten wir gerade, ne? Türchen Nummer 23. Cute! Also die Werbegeschenke, die ja, also es sind ja hier viele Werbegeschenke. Die sind aber, also ich finde, die Werbegeschenke sind alle sehr stilvoll. Es ist jetzt nicht so wie von, ne, ihr wisst, dass das so sinnlos war, wie solche Pins. Brutal, savage, wrecked. Sondern halt, ja, so
relativ hochwertig produzierte Sachen. Ich schreibe für die trotzdem mal 2 Euro auf. Kannst du hier gleich dein Likör wegschlürfen? Ja, so richtig weihnachtlich. Okay. Mit den Sondergeschenken waren sie bis jetzt ja sehr gut am Start. Deswegen bin ich sehr gespannt, was sie uns jetzt am 24. am Heiligen Abend schenken. Oh, was ich auch cool finde? Die Flaschen eignen sich super. Wenn man an Weihnachten dann den Tisch deckt, könnte man so als Schnäpschen so das an jedem Platz hinstellen. Kleine Idee von mir. So, es ist Heiliger Abend. Wir gehen an unseren Adventskalender und bekommen... Aha. Die EMP-Version vom Moonshine. Wow. In der XXL 700 Milliliter. Das ist eine richtige Flasche, ne? Das sieht im Becher vielleicht ein bisschen kleiner aus. Das ist aber wie halt eine Flasche. Jetzt ist die Frage. EMP Spirit in Black. Sieht aus von der Farbe wie Whiteberry. Aber hier steht kein Geschmack drauf. Ja komm Leute, da lass ich mich nicht lumpen. Hauen wir weg den Humpen. Schall. Das ist kein Whiteberry. Als ob Jägermeister und Uso ein Baby gemacht haben. So schmeckt es. Aber es ist super cool, ne? Also, ich meine, es ist nicht viel Aufwand, jetzt so ein Label zu drücken, aber es ist echt eine nette Idee, so mit dem EMP. Ja, Prost! Was kostet... Entschuldigung. Was kostet so eine große Flasche Moonshine? 700 Milliliter kosten 24,90 €. Ich schreibe jetzt mal 25 auf. Okidoki. Ich habe die Preise. Rechnen wir mal zusammen. 12 mal 2,15 € ist gleich 25 €. Jetzt kommen die extra Sachen. Wow. Ohne den 10 € EMP-Gutschein liegen wir bei 109,10 € plus 10 € für den EMP-Gutschein liegen wir bei 119 €. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Hä, wie kann das denn sein? Also entweder... Nee, muss ja. Ich meine, ich habe viele Preise geschätzt oder ungefähr geraten, wie viel das... man dafür bezahlt, aber man bekommt das für seinen Preis. Man muss halt wirklich für diesen Adventskalender muss man Moonshine-Fan sein. Aber warum würde man sonst einen Moonshine-Adventskalender kaufen, gell? Ich verkünde hiermit feierlich EMP. Okay gemacht. Okay. Es ist okay. Und an Moonshine, ja, also was soll man hier sagen? Das sind hier so die extra Sachen. Ich habe noch die Socken an. Es gab noch Pralinen am Anfang. Es gibt halt sehr, sehr viele Schnäpse, ne? Aber es ist der Moonshine-Adventskalender, also will man Moonshine haben. Das stimmt schon mal. Der Geschmack von dem Sonder-EMP-Schnaps gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Aber ich kann nichts anderes sagen. Man bekommt jetzt hier kein super on top extra, aber man muss ja noch die Verpackung dazu rechnen. Und die Produktion dieser ganz extra kleinen Flaschen und so. Und hier, ne, das muss ja alles auch... Also, ja, der Wert des Kalenders ist ungefähr 119 €. Das könnte sogar sein, dass der Flachmann eigentlich noch teurer ist. Danke, Moonshine. Danke, Merkel. Moonshine, ihr habt EMP da rausgeholt. Oder EMP, ihr habt euch nochmal richtig zusammengerauft und habt gesagt, dieses Jahr kriegen wir es hin. Dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt auf euren nächsten Adventskalender. Fahrt diesen Weg weiter. Ich bin sehr stolz auf euch, auch wenn euch meine Meinung wahrscheinlich nicht so interessiert. Aber vielleicht können wir das Kapitel hinter uns lassen. Das wäre doch toll für uns alle. Außer für die Zuschauer. Ihr hättet euch jetzt natürlich bestimmt gewünscht, dass ich mich aufrege. Aber ja, außer dass ich jetzt 100 kleine Fläschchen habe, gibt es nichts aufzuregen. Tolle Sachen. Den Flachmann, den verschenke ich dieses Jahr auf jeden Fall an Weihnachten. Oder ich packe ihn mir selber. Wenn wir in die Kirche gehen an Weihnachten. Oh mein Gott, das mache ich. Wenn keiner hinschaut, hole ich den so raus und gebe ihn so Timo. Und dann können wir so in der Kirche. Timos Mama, ich hoffe, du guckst dieses Video nicht, weil wir feiern immer mit Timos Eltern Weihnachten. Deswegen, sorry. Das mache ich natürlich nicht. Das war ein Scherz. Und dann mache ich mir gleich mal diese schöne Kerze an. Und, ach ja, Mist. Ich verlose ja Adventskalender auf Instagram. Noch hat man davon nicht viel mitbekommen, jetzt außer der Eisdee-Adventskalender. Aber ich habe sau viele Adventskalender, die ich wahrscheinlich nicht mal auspacken werde, die ich verlosen muss. Und ich werde eigene Adventskalender verpacken. Dieser eignet sich zum Beispiel auch perfekt dafür, um ihn nochmal zu verpacken und an euch rauszuschicken. Und da werde ich wahrscheinlich auch ein paar von denen hier reinpacken. Natürlich in einem Ab-18-Kalender mit zum Beispiel den Eisdee-Inhalt und so. Freut euch drauf, folgt mir auf Instagram, damit ihr den Start nicht verpasst. Das wird eine ganz kurze Phase sein, weil ich packe jetzt gerade alle Adventskalender schnell aus und dann werden wir sie auf Instagram packen. Es kann sogar sein, dass dieses Video nach
den Verlosungen kommt. Wenn das so ist, dann tut es mir jetzt leid. Auf jeden Fall, wenn es nicht so ist, zack, 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 das kommt ganz schnell, weil wir müssen das ganz schnell, damit das noch am 1. Dezember bei euch zu Hause landet. So, und jetzt mache ich Feierabend für heute, ne? Was haben wir hier? Eine Stunde! Knackiges Video! Bis zum nächsten Mal! Und danke, Moonshine, dass ich mir jetzt einen netten Abend mache. Mit ein bisschen White Berry.